ein wenig auf. Der Mann mit der 55. Sharp. Jetzt soll es doch gehen. Der lachende Dritte wird eventuell jetzt vorbeischlüpfen, weil er nicht so Kampflinie fällt und den Schwung damit rausnimmt. Auch hier mit der 47 im Übrigen zu sehen, Josh Hill, das ist der Sohn von Damon Hill. War in der britischen Formel 3 unterwegs, auch ein Jahr in der Formel 3 Europameisterschaft. Aber zum großen Durchbruch hat es nicht geklappt. Aufgereiht, alle Kampflinie unterwegs. Oh, zu weit auf die Curbs, da kommt das Heck, da ist nämlich weniger Grip und kann es nicht abfangen. Lässt sich dann zu sehr zurückrollen, klar, will in Fahrtrichtung wieder stehen, aber das ist gefährlich. Oben Heli, der filmt das Ganze noch. Oder das sind die Super-Wip-Plätze, da ist man über die Strecke geflogen. Das sind die Super-Wip-Plätze gewesen, wo die gerade gelandet sind. Und hier sehen wir das dann auch hinten links. Deutlich ein Teil fliegen geht gleich, während ein anderer, nämlich Camish, ja, sagen wir mal so, die Strecke mal verdoppelt. Da sitzt ja auch der Prinz im Heli, dass er alles gut beobachten kann oben. Ja, ist natürlich an diesem Wochenende eine schwere Entscheidung, welche der Veranstaltungen man favorisiert in Großbritannien. Wimbledon oder Silverstone, wer fix unterwegs ist, der schafft beides. Hier auf jeden Fall deutlich spannender als an der Spitze, eng noch 0,7 vor. Oh, ob das gut geht, Hill. Der 47. Und das geht nicht gut und für beide nicht, für alle drei nicht. Herzlichen Glückwunsch. Aber schnell reagiert die gelbe. Blinklicht, da war der fast in dem Moment an, also... Ja, das war ja fast mit Ansage. Ja. Weiter geht's. Die werden sich direkt wieder jagen. Genau, also weiter geht's. Schön quer mit Slide in die Kurve.